Hi zusammen, mein Name ist Fabian von Pure Tischler und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich den vielleicht für dich albernen Weg in den Hut aufhabe. Dieser breitkrempige schwarze Hut ist Teil der Zunftbekleidung. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, hä, Zunftbekleidung, das tragen doch normal nur die Zimmermänner. Falsch gedacht. Richtig ist zwar, dass meistens Zimmerleute die ganze schwarze Zunftbekleidung, auch genannt Kluft, tragen, bestehen aus der schwarzen Schlaghose, schwarze Weste, weißes Hemd, schwarzes Sakko und eben ein schwarzer Hut. Allerdings ist die schwarze Kluft nicht nur den Zimmerleuten vorbehalten. Fakt ist auf jeden Fall, dass alle Holzhandwerker früher eine schwarze Kluft getragen haben. Denn mehr oder weniger lassen sich alle holzhandwerklichen Berufe vom ursprünglichen Zimmermann ableiten. Und auch der Zimmermann, der kommt eigentlich aus dem Bootsbau. Ja, wer die Bibel noch kennt oder im Religionsunterricht gut aufgepasst hat, der kennt ja auch den Jesus. Sein Vater war Zimmermann und der Jesus war auch Zimmermann. Das haben sie gebaut? Boote. So sieht's aus. Und daher, aus dem Bootsbau kommt auch die Tradition mit der Schlaghose. Wenn ihr euch zum Beispiel mal die Paradeuniformen von Marinesoldaten anschaut, die haben auch eine Hose mit einem Schlag unten. Und das hat zwei Gründe bzw. Vorteile. Den großen Schlag kann man einfach über das Hosenbein hochkrempeln, wenn man durchs Wasser warten muss zum Beispiel. Und noch viel wichtiger, die Schlaghose kann auch das eigene Leben retten. Wenn man zum Beispiel mit der Hose ins Wasser fällt, dann kann man die ganze Hose einfach ausziehen. Muss nicht die Schuhe dafür extra ausziehen, sondern durch den Schlag gleiten die Hosen dann über die Schuhe und man ist die Hose schneller los. Mittlerweile hat die Hose zwei Reißverschlüsse vorne am Latz. Früher vermutet man, waren diese zwei Leisten, waren Knopfleisten. Und so konnte man sich dann, wenn man auf dem Schiff war, durch den Latz mit einem Seil sichern. Die Weste, die schwarze, die hat 8 Knöpfe. Und diese 8 Perlmuttknöpfe in der Regel stehen für 8 Stunden am Arbeitstag. Darüber zieht man dann einmal eine schwarze Jacke oder ein schwarzes Sakko. Das wiederum hat 6 Knöpfe und das bedeutet 6 Arbeitstage die Woche. Der schwarze Hut, der symbolisiert den freien Mann, also dass man keinem Lehnsherrn oder wie man das auch nennen möchte, wie das früher üblich war, untersteht, sondern man ist ein freier Handwerksgeselle und ist für sein eigenes Tun und Handeln selbst verantwortlich. Also wenn du wieder mal einen vermeintlichen Zimmermann auf der Straße siehst, könnte da auch ein Dachdecker oder ein Schreiner dahinter stecken. Warum der Schreiner jetzt in der heutigen Zeit eher weniger Kluft trägt, man weiß es nicht genau, aber es wird vermutet, dass es so im 15. Jahrhundert etwa zu einer Aufspaltung kam der beiden Berufe, also zwischen den Zimmerern und den Schreinern, hauptsächlich im städtischen Bereich. Denn gerade in den Städten wurde das Bedürfnis oder das Verlangen nach fein gearbeiteten Möbeln größer und dadurch entstand quasi eine Spezialisierung innerhalb der Zimmerei, woraus dann letzten Endes die Schreiner hervorgegangen sein könnten. Ich sage hier bewusst könnten, weil ganz genau weiß man es einfach nicht. Was allerdings auf jeden Fall dann den Schreinern vorbehalten war, war das Verleimen von Holz und später dann auch das Verglasen. Und dadurch kam dann auch die blaue Verleimschürze beim Schreiner auf. Wenn man mal irgendwie ein altes Prospekt oder so sich anschaut, aus den 50er Jahren sieht man da oftmals Schreinergesellen mit einer Schürze oder auch weiter zurück, wenn man in irgendein historisches Buch mal einen Blick wirft, wo es um Handwerk geht, auch da findet man Schreiner mit einer Schürze umgebunden. Also wenn du das nächste Mal einen schwarz gekleideten Wandergesellen treffen solltest, nicht gleich sagen, ah, guck mal da, ein Zimmermann. Vielleicht ist es auch ein Dachdecker oder ein Schreiner. In diesem Sinne, mein Name ist Fabian von Pure Tischler. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.